Machen wir dann die Zusammenfassung. Wir haben Recuerdo bei Pugliese Maciel das gemacht. Und das ist so, wenn wir uns zum Beispiel hier treffen werden, wir gehen 4 Schritte. Ich mache normalerweise einen 5. Schritt. Dann drehe ich mich und ich gehe zurück zu dieser Position. Wir machen jetzt 3 Schritte zueinander. 1, 2, 3. Hand, 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 Verzierung, Andeutung. Nachdem wir machen einen Schritt und 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir noch einen Schritt. Machen wir noch einen Schritt, ein bisschen kleiner. Jetzt gehe ich gleich hinterher, hinterher, ein bisschen verzögert, damit ich nah zu Ihrem Fuß bin. Und hier bauen wir diese Colgada auf. Nachdem geht sie rüber, wo sie macht. Vor, Seite, rück, dann gehe ich hier in, Seite, sie geht rück, und jetzt vor, Seite, rück. Ja, also die Schritte des Mannes sind auch ziemlich einfach. Hier, 8 rückwärts. 1, 2, 3. Drehen. Jetzt wechsle ich das Gewicht zum linken Fuß. Gehe hier rein. Und Pause. Jetzt, Erklärungen, ein paar Erklärungen dazu. Wir sollen versuchen, wenn wir diese 3 Schritte machen, also mehr Gas geben am Anfang. Ja, am Anfang muss man Gas geben. Weil vielleicht wenn beim nächsten Schritt brauchen wir ja nicht so viel Schwung. Das ist kein Problem. Aber wenn wir am Anfang zum Beispiel solche Schritte machen, solche Schritte, und dann am Ende, ui, in einem Schritt müssen wir zusammen sein, geht nicht. Aber wenn wir am Anfang größere Schritte machen oder mehr Schwung geben, dann den letzten können wir so steuern. Ja? Also, machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, drehe ich, und jetzt. Wir machen. 1, 2, 3, so sollten wir nah sein. Dann Hand, 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 Andeutung. Erster Schritt. Und jetzt, das machen wir mit den Streichinstrumenten, dann machen wir diese Verziehungen mit dem Bandoneon. Dabei bin ich nicht mehr in der Spur der Frau. Also was ich mache, ist, ich gehe hier hinten, da hinten, und dann trotzdem. Dann bin ich viel näher zu ihrer Spur. Wenn ich das in dieser Spur machen würde, ohne das zu machen, dann wird es schwierig sein, nochmal die innere Spur zu nehmen. Ja? Ja, diese Verzögerung. Jetzt. Schritt. In diesem Moment, anstatt so, ich drehe das ein bisschen aus. Habe einfach mehr Fläche, mehr Sicherheit. Jetzt. Erstmal stehen wir. Nein. Erstmal stehen wir. Und von oben bauen wir das so auseinander auf. Die Frau streckt zuerst das Bein unten und jetzt beginnt langsam zu heben. Ich bleibe mit dieser Hand ganz stabil da, das soll sich nicht verändern, nicht zu weit zur Mitte, sondern hier. Sie soll auf keinen Fall ziehen, das wissen wir schon. Und von der anderen Seite, mit der anderen Seite rotiere ich mich ein bisschen nach links. Ein wenig nur. Obwohl der Blick sollte immer bei ihr bleiben. Da. Jetzt. Sie macht Schritt, Schritt. Und da die Rotation spielt eine sehr wichtige Rolle. Wie könnte alles laufen? Es könnte alles so laufen. Schlecht. Ja, da bin ich zum Publikum. Es sollte alles möglich in einer Linie sein. Und damit das gelingt, müssen wir ein paar Sachen optimieren. Welche Sachen muss man optimieren? Erstmal, nach diesem Schritt
rotiere ich ziemlich viel, damit sie diesen Schritt möglichst nahe zu meiner Linie macht. Weil ich jetzt Ihnen gehe, wenn ich Ihnen gehe, aufpassen, nicht so weit, sondern möglichst nah ran. Der nächste Schritt, wo ist der übliche Fehler? Da, auch nicht. Gerade nach vorne. Gerade nach vorne und möglichst auch nahe in diese Richtung, damit sie diese Spur dann leicht finden kann. Wenn wir das alles so optimiert tanzen, dann sollte alles perfekt gelingen in einer Linie. Obwohl es leicht aussieht, ist nicht immer so leicht. Jetzt, das Letzte. Da? Es gibt drei Bewegungen, die sie macht. Eins, zwei, drei. Bei der ersten Bewegung hebe ich. Bei der zweiten ist sie in der Luft. Bei der dritten landet sie. Von Ocho. Eins, zwei, drei. Nachdem sie dreht und nimmt diese Position. Ich habe das Gewicht noch auf dem rechten Bein. Jetzt wird sie drehen. Hand nach oben. Und sie wird einen Schritt diagonal vorwärts in diese Richtung machen. Aber bevor sie das macht, werde ich das Gewicht hier verlagern. Und die Hand am Rücken ist auch gut. Nicht dafür, nur damit sie weiß, wo sie ist. Jetzt, warum habe ich hier das Gewicht verlagert? Ja, weil wenn ich das nicht mache, dann ist sie zu nah ran. Und bei dem nächsten Schritt haben wir ein Problem mit der Achse. Also ich belaste. Da. Sie soll versuchen, meinen Fuß zu überschreiten, diese Linie. Und jetzt gehe ich hier rein. Versuche auch nicht nur gerade, sondern ein bisschen nach links. Und dann drehen wir uns. Das ist wichtig, damit wir am Ende so sind und nicht so sind. Also der Winkel ist auch sehr wichtig. Okay. Etwas zu sagen? Nein? Also jetzt. In der Ruhe.